Gut, meine allerbesten Jutsten, bevor wir jetzt gleich in das RP reingehen, ziehen wir uns jetzt nochmal ganz kurz die nächste Folge von House Party X rein. Die wird jetzt nämlich gemeinsam hier entzwirbelt. Folge 3 und 4 könnt ihr mittlerweile auch bereits auf Join finden, wenn ihr Bock habt. Und an der Stelle nochmal, seid verantwortungsvoll mit dem Alkoholkonsum. Nehmt euch kein Beispiel an den Leuten hier, vor allem nicht an Ron Bilecki. Ganz viel Spaß dabei. Achtung, der übermäßige Konsum von Alkohol kann die physische und psychische Gesundheit gefährden. Nachahmung wird dringend abgeräumt, Wasser und Essstand immer ausreichend zur Verfügung, ausreichend Rückzug. Ja dann, erstmal herzlich willkommen zu House Party X. Wer hat den besten Vibe? Ihr habt an der Stelle wahnsinnig viel richtig gemacht, generell in eurem Leben. Ein cooles Gefühl, endlich jetzt anzufangen. Die Bar hat mich schon sehr angesprochen. Ich wusste erstmal gar nicht, was Bierball ist. So, ich kann das Spiel gar nicht. Ich kenne generell gar keine Alkoholspiele. So, so daneben gehen. Komm, Junge! Nimm den Ball mit! Nimm den Ball mit! Nimm den Ball mit! Wir machen noch ein bisschen leiser. Nimm den Ball mit! Oh man. Ich bin kein nachtragender Spieler, aber. Die haben geschummelt, die W. Wir waren echt überzeugt zu gewinnen. Es zerreißt mir ein bisschen das Herz, es kommt jetzt zur ersten Entscheidung. Ich kam mir vor, als wir haben uns gerade vorgestellt, eine Runde gespielt und auf einmal musste einer gehen. Man kann schon sagen, der Look von dem Ganzen ist sehr, sehr clean, oder? Absolut keine Angst, dass es mich treffen wird am Anfang. Zwei Leute müssen nach vorne kommen, denn es ist sehr knapp geworden zwischen den beiden. Revi und Levin. Ich wollte ja wie gesagt gehen, ne? Habt ihr verstanden? Ihr bleibt da vorne stehen vor der Gruppe. Danke! Levin, du musst die Party leider verlassen. Warum? Ja, das ist die zweite Folge. Wenn wir zuerst die erste Folge geguckt haben, ist das scheinbar die zweite. Intro sehr clean auch, muss man sagen, ne? Nein. Okay. Oh, das war weil dein Sohn mein Bester, das ist schon. Guckt euch mal Ron an. Schaut euch mal genau diese Augen an, Leute. Die sind wieder glasig wie eine Glasfabrik, Alter. Perfektes, also wirklich perfektes Beispiel auch gerade. Achso, das Wasser. Ja, genau. Stellt euch kurz mal bitte wieder so auf, wie wir angekommen sind. Stellt euch noch mal kurz wieder hinter diese Biere, alle in eine Gruppe. Ich sag's einmal vorab an, es geht jetzt für einen Teil von euch in den Whirlpool Inn. Okay. Ist das auch ein Urinal? No. Klär das mit der Gruppe ab, je nachdem, wie es für die Leute dabei ist. Der Ron hat auf jeden Fall da schon einen Sitzen gehabt, ne? Es geht in den Pool für Shaden, Ron, Theo, Robert, Selina und Jamo. Da muss ich auch an der Stelle sagen, war ich froh, dass ich da nicht dabei gewesen bin. Weil in dem Pool, ach egal. Okay. Können die anderen zugucken? Tschüss. Die anderen setzen sich hier in diese Runde. Ich würde gern zugucken. Der Whirlpool, der war auf jeden Fall nice. Ja, der Whirlpool war mega nice, war schön warm. Der Whirlpool wurde entzündet. So was machen wir jetzt hier. Ah, da liegt noch meine Handel drin. Müssen wir irgendwas machen. Okay. Irgendwas müssen wir machen. Eine Runde, wer kann länger Luft anhalten? Machen wir nicht. Oder wir spielen, also jeder trinkt was und wir spielen, ich hab einen. Oh, okay. Könnten wir eigentlich auch machen. Alter. Aber dann mach das, dann machen wir wenigstens was. Oder hast du eine bessere Idee? Ja, so ein paar Freunde von mir trinken halt auch und so. Ich kannte das Spiel halt. Ich spiele das halt auch immer mit. Ich trinke dann immer so Energy, Wasser oder was weiß ich, was es da so gibt. Liquid Ecstasy trinkt, ja. Ich glaube, jeder kennt das Spiel so von Partys so generell. Ich habe noch nie, ist eins der geilsten Spiele, die finde ich, die man bei Partyspielen spielen kann. Ich finde, das geilste Partyspiel ist tatsächlich Schilder abschrauben aus und öffentliches Gut klauen. Eins in den Chat, wer schon mal so ein Schild abgeschraubt hat und das mit nach Hause genommen hat. Das machen so Dorfkinder. Man, alle... Also, deshalb... Oh, einfach nur Kriminelle hier im Chat. Ja, so, ich habe es nämlich noch nie gemacht. Ich werde nämlich jetzt alle eure Daten crawlen und das an die zuständigen Polizeibehörden weiterleiten, ne? So, ihr werdet alle in den Knast kommen, meine Freunde. Das habt ihr jetzt davon. Selber schuld. Ihr habt ihr die Straftat zugegeben, dann werdet ihr es auch ausbaden müssen. Ganz einfach. Auf eine Art und Weise kennenlernt, wie man es normalerweise niemals tun würde, weil Fragen gestellt werden, die normalerweise niemals gestellt werden würden. Ich habe noch nie beim Geschlechtsverkehr jemanden geschlagen oder habe mich schlagen lassen. Ups, da habe ich aber relativ schnell getrunken. Hab ich gesehen. Da haben ja alle irgendwie getrunken. Was war denn da los? Mami, sorry. Ich husten momentan, deswegen muss ich auch ein bisschen trinken.
alle trinken einfach so. Alle sehr betroffen. So. Ich glaube, Ron hat sogar die Fragen gestellt, so bei uns. Überall, wo Ron ist, da ist der Vibe natürlich perfekt. Also Leute, ich habe noch nie meinen Arsch rasiert. Gerade Durst gehabt. Ich habe noch nie einen Fuß im Mund gehabt. Gerade Durst gehabt. Kann schon sein. Ich bin ja alle getrunken, oder? Was? Ja. Ja, hallo, oder? Ja. Wann habt ihr alle einen Fuß gefunden? Ja, man weiß halt immer nie eigentlich, ob jeder die Wahrheit sagt, so. Aber eigentlich sagt man sich so am Anfang, ja, ey, seid mal bitte alle ehrlich, so. Aber ich denke so, in unserer Runde waren alle ehrlich und es ist cool halt so von Leuten sowas erfahren, auch so, wo die Grenzen sind von Leuten, so wenn es auch so in die sexuelle Richtung manchmal geht. Und ich so. Hab noch nie, ich hab noch nie Sex gehabt. Das wäre eine Scheißrunde. Ja, ich auch. Muss man trinken, wenn man noch nie Sex hatte? Ich hab noch nie Sport gemacht. Was sind das für Fragen? Da waren Fragen wie, hast du schon mal getrunken oder hattest du schon mal Sex? Aber irgendwie waren nicht so die heftigen Fragen irgendwie. Normalerweise, bei ich hab noch nie, gibt's immer so ein paar Langweiler. Die sind so, ja, ich weiß nicht, die spielen nicht richtig mit, die können, machen keine richtigen Fragen. Es ist irgendwie alles. Und dadurch, dass aber jeder so ein bisschen den Druck hatte, richtig zu viben und geil dabei zu sein, waren alle richtig into it und dann hat das richtig, richtig Bock gemacht. Ich hab noch nie? Ja, okay. Ich hab's gemacht. Überredet. Ich habe noch nie jemanden aufgrund seines Körpers ausgenutzt. Ausgenutzt? Das heißt nur also, aufgrund... Definiere also, ausgenutzt. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, was Revi sagt. Freundschaft plus oder so. Alle schreien rum. Das ist in beide Richtungen. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Okay, Einspruch. Du bist im Club. Da ist eine Person. Es ist ausnutzen. Was entsteht mit Freundschaft? Also, wenn du mit jemandem schläfst, ja, das ist Körperausnutzung. Ja. Ohne Emotionen ist das körperliche Ausnutzung. Drink that drink. Wenn ich einfach Sex ohne Liebe hatte. Das ist ja was. Hä? Hab ich nicht verstanden einfach. Oh mein Gott, Schlägerei direkt. Ah, boah, ganz kritisches Spiel. Da war die Stimmung echt gut, habe ich das Gefühl gehabt. War unfassbar gute Stimmung, unfassbar geile Frage. Heftig, Mann, heftig. Super viel Spaß gemacht. Die nächste Frage ist, ich habe noch nie mit mehr als zwei Personen in einer Nacht geschlafen. Tschüss. Eine Nacht? Nein. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da habe ich getrunken, Mann. Das ist auf keinen Fall. Oh, Nathan? Nee. 24 Stunden? Gott, in einer, ja. Oh! Nein, ich wollte einfach nur trinken. Ja. Ich wollte einfach nur trinken. Ich wollte wirklich nur trinken. Ich wollte einfach nur trinken. Verstehe die Sprache, die dir sprechen. Die können die normale Worte verwenden. Ich werde es beim nächsten Mal anberaumen. Man lernt Menschen nochmal so von einer anderen Perspektive kennen und sieht deren Grenzen. Oder das ist eigentlich ganz cool. Ich bin noch nicht bei den Kopfsteckern ran. Was? Ja, schon. Nein. Nee. Noch nie eine Anzeige bekommen? Nein. Nee, ich wurde verhaftet. Nee. Also, mal, sehr, sehr bewusst. Warst du schon mal in U-Haft? Tatsächlich nicht. Oh. Ich schon. Weißt du wieso? Ja? Weißt du wieso? Weil ich mich immer im besoffenen Status rausgeredet habe. Wie, hat geklappt? Wieso warst du in U-Haft? Ja, warum warst du in U-Haft? Erzähl mal, Theo. Es hat immer geklappt. Warte, sag erst mal wann. Ich war auf Sri Lanka im Knast. 29. Ah, stimmt. Theo hat so Drohne geflogen, ne? Was hast du gemacht? Was ist denn lange? Das ist eine komplizierte Geschichte. Na, jetzt, also bitte. Jetzt mach kurz was, Theo. Kurz fassen. Ne? Wir sind in Drohne geflogen aus dem heiligen Ort und weggerannt. Und dann kam, hat die Luftwaffe gedacht, das wäre ein Raketenanschlag. War Drohne, oder was? Ja. Irgendwann sind wir komplett irgendwie abgeschweift von... also auch wenn ich du wäre, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wenn ich du wäre. Ron, mal wieder das Spiel absolut nicht verstanden. Würde ich dir mal einfach an den Pool scheißen. Ron, das ist dieser Spielmann. Hä, wir spielen doch, ich hab noch nie. Also er hat das nicht verstanden, glaube ich, in dem Moment. Wenn ich du wäre, würde ich hier einfach mal
den Brink-Echsen. Wir spielen das nicht. Wir spielen das gar nicht. Wir spielen die Schaffung. Extra mal. Du trinkst die ganze Zeit und so, deswegen hatte ich da ordentlich, glaube ich, dann ein Sitzen. genau, ja, deswegen verschwinden da wahrscheinlich Erinnerungen. Digga, Theo sieht doch echt hangover aus, guck mal. Boah, ich weiß nicht mehr, was im Pool passiert ist. Lass mal was ganz normales spielen. Ach Ron, warum? Was ist denn Blut? Ja, Mann, Digga, das ist es. Das braucht Bilecki. Wollen wir mal so ein Tornado entzünden? Ladies and Gentlemen, entzündet den Tornado! Ach du Scheiße, Mann. Digga, der Typ. Das waren alles sehr schwache Tornadis, außer bei Ronny. Wie schnell trinkst du dieses Ding aus? Was? Wie schnell trinkst du dieses Ding aus? Das ist ja, Digga, es gibt mir so Big Brother Vibes hier, no joke. Ja, versteht ihr jetzt, warum ich früh rausfliegen wollte, oder? Wie schnell du so ein Ding austrinkst. Ach, von 3 Sekunden. Ich habe die komplette Erinnerung an den Whirlpool verloren. Mhm, sehr gut. Krass. Aber ey, kann ich mir nichts sagen, ich warte mit 18 genauso, oder? Nein. Alles klar. Ich war noch nie der Betrunkenste auf der Party. Ja, doch. Oh, doch, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, ehrlich nicht. Ich glaube, doch warst du. Verdammt. Nein, ich war wirklich noch no joke, noch nie der Besoffenste auf einer Party, also ehrlich nicht. Es sind halt immer so typische Fragen, die man immer fragt, so. Und die sind manchmal halt ein bisschen unangenehm zu beantworten. Ich habe noch nie Sexspielzeug benutzt. Boah, ja. Ich war kurz davor, meins mitzunehmen. Ist so ein Matchbox-Auto, so wenn ich über Rücken fahre? Ja. Ich fahre immer mit so Spielzeugauto, ferngesteuerte, über Rücken. Ja, okay. Alles vorhersehbar. Also auch heute bei Revi und Nathan, ne? Ich war extrem froh darüber, dass wir dieses Spiel gespielt haben, weil ich habe nämlich alles schon. Also ich durfte sehr viel trinken. Ich hab alles schon, das ist es. Noch nie was kaputt gemacht, was teurer als 10.000 Euro ist. Gott sei Dank nicht. Nee. Ja gut. Ja, ich habe außerdem einen kompletten Bus mit Spenderorganen in die Klippe gefahren. Gut. Was hast du geschrottet? Was war das? Eine Skulptur. Nice. Ich glaube, wenn es dann strafrechtlich relevant wird, würde ich dann gerne aufhören. Mir war es eigentlich relativ... War allerdings versichert in dem Airbnb und war alles gut. Egal, weil ich war eben ein bisschen... drunk, so. In dem Moment waren wir halt alle durch diese Spiele davor schon echt gut angetrunken und dadurch ist halt die Toleranzgrenze so ein bisschen gesunken, dass halt jeder einfach rausgelabert hat. Ich hoffe, keiner von denen bereut das irgendwie. Ich würde schon behaupten, dass wir alle sehr... Es ist normal, dass ich nur Revi, Ron und Shaden kenne und den Rest absolut nicht. Du kennst nur die Erotikdarsteller aus diesem Format, genau. Sehr ehrlich waren, also ich zumindest. Keine Ahnung von der Ahne. Es war eine coole Runde. Ich würde sagen, ich mag das Spiel überhaupt nicht. Wo finde ich diese Doku? Nicht meins. Auf Join, Digga. Es ist nicht so, dass es darum geht, dass ich nichts preisgeben möchte. Das ist nur, ja, Jeremy, wenn du mich was fragen willst, dann frag mich einfach. Aber ich werde jetzt kein Spiel spielen. Ich habe Sachen behauptet. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Das ist alles Fiktion. Das ist alles auch zurechtgeschnitten. Ihr wisst ja gar nicht, was die Wahrheit hier ist, ne? Stimmt, vielleicht habe ich die ganze Zeit gelogen, ne? Klar. Ja. Musste ich sagen, hat mein Anwalt gesagt. Ich danke euch für die Energie hier. Ich weiß, das ist halt jetzt diese Situation, aber ihr durftet euch aufwärmen, ne? Bei diesen unfassbaren Herbsttemperaturen. Ey, Jonas! Ich weiß. Es tut mir auch ein Herz. Jonas, seid ihr bitte sehr, sehr bewusst, dass er sich richtig einen reintrinkt. Dass ich mir heute richtig einen reintrinken werde, okay? Bist du dir da sehr bewusst? Unfassbar bewusst. Ey, wir wollten gerade bumsen. Müssen wir rausgehen? Ach, Digga, Ron. Du trägst jetzt eine ganz wichtige Aufgabe vor. Okay, die wäre. Du sorgst jetzt dafür, dass alle in 5 Minuten abgetrocknet und umgezogen wieder draußen sind. Scheiße. Leute, in 5 Minuten sind wir alle abgetrocknet und besoffen draußen. Okay? Keine Ahnung, wo die halt... Digga, das Game war ganz weird. Bei dem Eintrinkspiel mussten wir uns eine Karte zwischen dem Mund von A nach B geben. Die erste Person wird die Karte mit dem Mund ansaugen. Und sie an die nächste Person übergeben. Weitergeben. Ja, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe schon öfters sowas gesehen, wie es Leute gemacht haben. Die erste Person muss am Ende der Reihe auch die letzte sein. Wenn sie runterfällt, 2 Schlücke. Ich hab gar nicht perfekt. Verstanden. Was müssen wir denn machen? Dieses Kartenspiel fand ich cool mit dem Saugen. Wir spielen Ketamin, Digga. Wo ist das Ketamin drin? Hallo! Hä, wie soll das gehen? Jamu hat ein bisschen reingeschissen die ganze Zeit.
Aber sonst, ja. Das Spiel, daran erinnere ich mich doch wieder besser als an den Pool. Der Caron, alter Junge, der Gedächtnislückenboss. Okay, sollte klappen. Dieses Spiel mit den Karten, die überraschenderweise echt gut. Also wir waren, das hat sofort geklappt. Waagerecht oder? Nein, waagerecht. Waagerecht. Okay, diesen Blick, Leute, habt ihr es gerade gesehen? Den Blick zwischen Ron und mir, schaut mal ganz kurz. Das hier, diesen Blick. Wenn Ron mich so anguckt, den kenne ich von Mykonos, da zeigt er mir tatsächlich, mein Jutster, mein aller Jutster Bester, ich bin schon wieder. Und dann frage ich was und er sagt Rotze voll. Nein, waagerecht. Das ist es. Okay, Guys. Ja. Guys ist genau das Stichwort bei mir. Ich werde so. Guckt ihn euch an. Das Hemd falsch geknöpft, der Kuss auf der Wange, Digga. Deutsche Gigolo-Boss, wirklich, Mann. Was von die Karte fallen lassen, nicht küssen, Bro. Ich werde dir so eine reinhauen. Das Trinkspiel habe ich nur mit den Elevator Boys bisher gespielt. Auf irgendeiner TikTok-Party. Spielt man das da so, ja? Deswegen wusste ich schon, dass ich das einigermaßen gut kann und habe mich, glaube ich, ganz nach hinten gestellt, weil ich also auch keinen Bock hatte, es dann doch zu verkacken. Dann stand ich ganz hinten und habe auch, glaube ich, die erste Runde verkackt, dann weil ich das noch Dima geben musste und weil der nicht zu mir gekommen ist. Ihr habt es fast in Perfektion geschafft. Dima, wir rennen zueinander. Ich habe das, das Spiel mit der Karte vorher nie gespielt. Danke, Kleder. Das weiß ich. Es geht ja, das, du musst über-